Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Trek Online Delta Rising mit eurem Captain Vizeadmiral Cube Ja, hallihallo, Hallöle. und mit mir Captain Ruffy. Und ja, heute neue Abenteuer, neue Mission und ja, wir stürzen uns ins Getümmel. Ganz genau, nicht ganz von dem Punkt aus, wo wir zuletzt aufgehört haben. Das Problem lag darin, mir fehlten noch ein paar XP-Punkte zum nächsten Level. Die haben wir jetzt einfach mal fix nachgeholt in einer kleinen Instanz. Raumstation. Schieß mich tot. Ja, 24. Siehst du, schieß mich tot, sag ich doch. Bei mir ist die Aufnahme leider nichts geworden. Vielleicht lässt euch der Ruffy ja irgendwann mal dran teilhaben, wie das da so gelaufen ist. Ja, Ja. also veröffentlichen werde ich es auf alle Fälle, denke ich. Es ruckelt aber auch stellenweise bei mir im Video. Also da war einfach zu viel los in dieser Instanz. Ja, oder unsere Rechner halt zu alt, ne? Wir können dieses alte Spiel Nein, einfach nicht mehr nein. flüssig spielen. Unsere Rechner sind tipptopp, okay? Ja. So, ja, ich bin bereit, auf den Button zu drücken. Wir wollen Ja. nämlich das Agala-System patrouillieren oder im Agala-System patrouillieren, Genau. besser gesagt. Ja, dann auf und davon. Ja, push the button und so, ne? Ja, ich akzeptiere. Jo, habe ich auch gemacht. Erledigt. Ne, tut aber mehr. Achso, doch, jetzt fängt er so langsam an. Oh. So, ein Feuergefecht zwischen den Bentanern und den Kaesern. Yeah. Yeah. Tja, dann kriegen die Käsern mal auf die Mütze, ne? Ich mache uns mal die Schilde Genau. an. Oh ja, super, genau. Ja, also du bist alleine mit Kreuzerfähigkeiten, ne? Ich habe hier mein Ja. Wissenschaftsschiff, also kannst du wählen, was du möchtest, aber Ja, Schilde ich ist, denke mal, glaube ich, gut. Schild ist ganz gut, ne? So, dann gibt das hier mal ein bisschen auf die Mütze für die. Ui, Ja? also der war jetzt ruckzuck weg, oder? Ja, ich habe aber gerade alles an Spezialfähigkeiten gezündet, was ich so hatte, und bin ja auch noch frontal auf ihn zugeflogen. Ja, also keine Also. Herausforderung für uns hier. Ja, derzeit nicht. Also ich meine zumindest alles, was mir so vorm Bug rumfliegt, das ist relativ schnell kaputt eigentlich. So. Na, ihr gebt auch nicht auf, ihr Nasen, ne? Also ein kleiner Kreuzer, was ist das? Also. Hier, friss meine Ja. Scheiße, drücke ich da nochmal das Knöpfchen und du bist tot. So. Transphasenkompressor. Machen wir mal Bedarf, oder? Ja, nimm's ruhig. Ich brauche Achso. es nicht. So, ja, wir haben einen Bereich kontrolliert bei den von den Bentanern betreten. Okay. Ja, unser Schiff ist natürlich bewaffnet, oder wonach sah das gerade aus? Nein. Ah, you will either join our squadron, okay. Naja, gut. Ja, ich sammle hier mal noch so ein bisschen den Müll ein. Achso, ja, da Man liegt weiß ja ja. nie, wozu er mal gut ist. Ja, ich habe es jetzt einfach mal eingesammelt. Wenn du davon irgendwas willst, ein Dual-Destruktor-Strahlenbank. Nee, Wollen ja alle nee, nee, haben. nee. Das, ja, klar. In Ne? weiß wahrscheinlich noch. Achso, jetzt muss ich hier wahrscheinlich unter Missions Gesuch gucken, was ich als nächstes zu tun habe. Wa? Nö, sagt er Nö. mir gar nichts. Ja, hier ist doch Defeat Kazon und ihre Allies. 0 von 5. Da unten ist schon die Ach nächste so. Ach, da sind. Flotte. Ah, na, dann zieht euch mal warm an, ihr Pussys. So, packen wir mal noch ein bisschen was auf meine Schilde. So, und tschüss. Du musst auch schießen, du Scheißding. Ja, ohne geht nicht. Nee. So, packen wir hier mal ein bisschen was drauf. Die müssen die Schilde weg sein und dann macht das Ding auch gleich Bumm. Ja, also ich fliege immer noch mit einem T5-Schiff übrigens, für die, die es interessieren sollte. Aus dem einfachen Grund, T6-Schiffe gibt es ja nun mal nur gegen echt Geld. Und ja, ich möchte jetzt halt noch kein Geld dafür ausgeben. Es wurde nämlich gesagt, den Inhalt hier von Delta Rising kann man komplett mit einem T5-Schiff spielen. Und bisher sieht das ja auch noch ganz gut aus.
Ich meine, ich habe ja auch noch den Ruffy dabei, der kennt sich hier natürlich aus, ne? Ja, und ja, sagt gut. Mir dann, nein, flieg da nicht, du langen Kackhuhn, und du kannst ja nix, Mann. Geh nach Hause. Ja, sowas höre ich mir hier ständig im TS an. Ja, natürlich, weil du es verdient hast. Ja, siehst du? Nein, das, um Gottes so Willen. So klingt das hier. So muss ich arbeiten. Nein, aber du hast schon recht. Also klar, wenn es einem jetzt nur darum geht, den Content zu erleben, die Missionen zu spielen, also da braucht man definitiv kein T6-Schiff kaufen. Also auch wenn du das jetzt alleine spielen würdest, die Mission, ja, glaube ich nicht, dass du da jetzt mehr Probleme hättest, wie jetzt hier zu zweit. Und ja, ich denke, wo es dann interessant wird, ist dann der Endgame-Content, wenn man dann wirklich die Instanzen auf Advanced oder sogar auf Elite spielen möchte. Da weiß ich nicht, inwiefern das einen Unterschied macht. Ja. Ja, gut. Also das wird ja allein von einer... Ich muss mir hier kurz mal ein paar Batterien einsammeln, dass ich mein Schiff zwischen... Hört ihr auf mich zu schießen mit dieser Scheiße? Meine Güte. Ich habe nämlich gerade ein bisschen was abgekriegt. So. Machen wir mal einen stehenden Kamm. Ich brauche doch mal so einen Riesenschlachtkreuzer, weißt du? Einfach reinfliegen, stehen bleiben und alles wegpusten. Ja, und einfach nur ein paar Pets spawnen und fertig. Ja. Na, und schmeiße ich hier meine Megakatze raus und dann... Ja, genau, deine Megakatze. Ja, weiß nicht, falls wer das Spiel vom Super Nintendo kennt, Parodius, da gab es ja zum Beispiel auch Pinguine, mit denen man rumfliegen konnte und schießen konnte. Sowas wäre doch witzig. Oh nee, also das wird ja das Universum kaputt machen, das ist. Oh, bist du etwa gestorben? Kaputt? Ja, ich bin tatsächlich gerade draufgegangen, was denn hier passiert. Da habe ich kurz nicht aufgepasst, entschuldige bitte. Hast du nicht auf deine Schilde geachtet, hä? Nö, ich war gerade wahrscheinlich so im Quatschen. Mir hat aber auch hier wieder keiner Bescheid ge... Jetzt kann ich hier nicht respawnen, so. Weil gerade der Loot-Button darüber lag, über meinem Respawn-Button. So, aber ich bin schon wieder auf dem Weg zu dir. Ja, wie gesagt, hatte ich kurz gepennt. Jo, passiert. Ich komme. Ja, ja, hier komme ich und rette dich. Alter, Impuls 19,86. Ich glaube, selbst mit seinem Level 1 bis 10 Schiff hat man Impuls über 20, oder? Mann. Also, ja, also schnell ist das Teil hier wirklich nicht. So. Ja, gut, ich habe auch nur einen Impuls von 23,07, ne? So, und schon gibt es auf die Fresse, mein Freund. Guck dir das mal an, wie er gleich einstecken muss. Ja, ja. Ja, wenn die Schilde mal unten sind, ne, dann... Ja. So. So, also alles, was hier grün, jetzt worum wir würfeln und so, da machst du mal Bedarf drauf. Ich hab da eigentlich kein Interesse daran. Und für dich ist es Geld. Jo. Ja, an Credits fehlt es mir leider so ein bisschen, dadurch, dass ich ja nur so schnell gelevelt habe und viele Missionen halt auch einfach nicht mitmachen konnte. Oder halt auch mitgemacht habe, weil war ja kein Bedarf dazu. Fehlt mir natürlich halt Credits ohne Ende. Und wenn ich jetzt... Sag mal, hört jetzt mal auf. Ich meine, das ist alles nur 11er-Kram. Ich glaube, aktuell spielen wir hier ja mit einem 13er-Zeug, ne? Glaube ich, hier so in 12. Dem Content... 12, ja. 12 und 13, genau. 13 kriegen wir, glaube ich, auch schon als... Oder hatten wir schon mal als Belohnung bekommen? Ja, ich glaube, 13 hatten wir, glaube ich, schon mal als Belohnung jetzt. Für die erste Mission gleich. Ah, stimmt, ja. Ja, also um nochmal auf diese T5, T6 Schiffe zurückzukommen. Ja. Ich denke auch eher, dass es auch im Endcontent eher darauf auskommt, ankommt, was du für Ausrüstung am Schiff hast, ne? Also ob du da jetzt 10% mehr Hülle oder Schilde hast, ja. Wird, glaube ich, im Endeffekt, wenn du gut spielst, nicht so den Ausschlag geben. Also ich denke, da ein gutes 5er-Team, was sich auch abspricht, das wird es auch mit T5-Schiffen weiterhin schaffen. Klar, ohne die ganzen fancy neuen Fähigkeiten und... Ah, naja, gut. Ich meine, hast du dir die neuen Schiffe ja auch mal angeguckt, ne? Mhm. Also hübsch ist da anders. Klar, ja. Ist Geschmackssache, aber... Also sie stecken nicht. Aber halt auch eine Menge mehr ein. Das darf man nicht vergessen, finde ich. Richtig, ja, aber da kommt es dann eben auf das Team an, ne? Also wenn du da wirklich ein Team hast, was auch richtig, ja, was die Augen offen hat und nach den Teamkameraden guckt und halt auch mal eine Heilung rüberschmeißt,
Was du halt in so random Gruppen halt so gut wie nie hast, ne? Also da mal eine Heilung abzubekommen, naja. Okay. Ja, wir werden sehen. Also wir werden ja auch irgendwann mal Level 60 und dann. Da sind wir sowieso imbar. Dann, genau, dann machen wir das zu zweit alles alleine. Genau. Dann belasten wir das Kreditkartenkonto mal ein bisschen. Also das Play Casual Kreditkartenkonto natürlich. Nicht unser eigenes, wäre ja schön doof. Und starten dann mal einen Großeinkauf, würde ich sagen, oder? Wenn du vorher die Kreditkarte noch beantragst, gerne, Aber ich würde ja. das auch mit dich machen lassen, also ich vertraue dir da. Also mach das ruhig mit deinem Konto, das ist völlig okay. Ja. So. Ja, wir sind auch erst bei Welle 2 von 5, also das sind doch einiges an Gegnern, die wir hier. Aber auch einiges an Loot, ne? Also ich habe hier ständig irgendwie. Ja, ich bin hier ständig auch nebenbei schon mit am Einsammeln jetzt noch. Verschießen tut das Schiff ja Gott sei Dank von alleine. Aber es sind halt auch viele Kisten, ne? Das ist halt, naja. Ja, gut, die sind dann halt für die Papiertonne, aber naja. Loot ist Loot, ne? Ja. Und solange noch Platz ist. Oh, da sind auch schon wieder neue Sachen aufgetaucht. Ich bedarf eigentlich alles hier. Mir Ja, bedarf ja. Hilfe. So. Alles bedarfen. Oh, jetzt kommt aber hier schon eine etwas größere Welle. Oh, meine Schilde sind ja voll im Eimer. Was ist hier denn los? Siehst du, ich quatsch die ganze Zeit und dann passiert sowas. Jetzt habe ich mich auch schön in die falsche Richtung gedreht zum Gegner. Ich fange mit dir an zu quatschen. Weißt du, das ist so wie sonst, wenn wir im TS hocken. Wir fangen an zu quatschen und schaffen eigentlich nichts. Und genauso sieht auch gerade das aus, was ich hier veranstalte. Ja, richtig. Wir treffen uns im TS, um irgendwie Let's Plays aufzunehmen und haben eigentlich aufgrund familiärer Verpflichtungen nur 2 Stunden Zeit. Ja, und nach 4 Stunden starten wir dann mal die erste Aufnahme. So ungefähr, genau. So, jetzt müssen wir aber mal langsam was aufnehmen. Die Frau guckt schon grimmig, Ja. weißt du? Ich Ja, weiß das ist auch halt nicht, das woran das Problem, wenn man liegt. sich halt versteht, ne? Ja, echt schlimm, ne? Also Ja. ich muss mir anderen Let's Play Partner suchen, mit dem ich einfach nur Videos produziere und sonst nichts mit ihm zu tun haben möchte. Ich wüsste da wen. Ach so, ja, ich wüsste da auch so jemanden. Ja, wir nennen natürlich keine Namen. Nee, aber er spielt auch Wii ab und zu. Mit seinen Freunden. Genau. So. Noch was? Das Ach, da hinten. könnte jetzt eigentlich jeder sein, ne? Das könnte auch ich sein. Ja, hast du eine Wii? Ich habe eine Wii, ja, und die spiele ich eigentlich auch nur, wenn Besuch da ist. Also das war der einzige Grund, warum die damals, ja, die haben mal halt geschenkt bekommen zu Weihnachten und das war Ja. eigentlich der einzige Grund, das Ding mal anzuschmeißen. Ja, aber eine coole Partykonsole, oder nicht? Ja eben, aber Also halt so mit eben. Super Mario Party und so ist auch ganz witzig. Und mal eine Runde Genau. Zelda würde ich aber auch spielen. So. Ja, ich wollte da nicht groß Geld investieren in das Ding und die Controller hatten mir da auch nicht so gefallen. Ja. Gut, da gab es ja dann auch Zubehör-Controller, die dann ergonomisch etwas besser waren, aber ja, ich hatte halt meinen PC und ich habe ja meinen 3DS, wo ich dann eben so Zelda und so spiele. Ja. Und ja, da war halt die Wii eher so ein bisschen, ja, stiefmütterlich ist sie eingestaubt unterm Fernseher sozusagen. Ja. Ja, aber wie gesagt, so als Partykonsole halt finde ich sie halt voll tauglich. Ja, also da gibt es echt coole Spiele. Also da Ja. kann man viel Spaß dann haben vorm Fernseher. Ja, und das, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Metroid-Teil hieß. War aber der erste Teil mit Ego-Perspektive. Okay, keine Den gab es Ahnung. halt auf der Wii. Ich habe das auch nur gespielt, weil ein Kumpel von mir halt die Wii hatte. Und die mal zu Besuch mitgebracht hat. Und da konnte ich die mal für 1, 2 Tage hier behalten. Und das halt auch mal ausprobieren. Fand ich echt cool. So Ja, vom also Gameplay her. Ich klar. meine, technisch hat sie hinter den anderen Konsolen hinterhergestanden. Ne? Also ich habe auch Xbox 360 und PlayStation 3. Und da kam die Wii halt irgendwie nicht mit. Das sind dann halt eher so diese Nintendo Exclusives. Eben, also so eine Nintendo-Konsole ist für mich immer ganz klar Nintendo-Spiele spielen. Ja. Mario Kart, Zelda,
Pokémon auch, also jetzt inzwischen, ich habe in meinem ganzen Leben niemals, was geht denn jetzt ab hier? Ja, ich Niemals habe gerade. Pokémon gespielt. Hier volles Feuerwerk mit blauen Strahlen, das ist ja abartig. Ja, und bei mir war gerade auf einmal irgendwie mein Schild weg. Okay. Also ich habe gerade irgendwas abgekriegt, was ich nicht hätte abkriegen sollen. Na, du lebst ja noch, also ist ja alles gut. Ja. Ja, Pokémon, also mein erstes Pokémon war jetzt auf dem 3DS. Pokémon X hatte ich mir da gekauft. Ah ja. Und ja, hat mich doch so ein bisschen angefixt dann das Spiel. Also, ja, ich wollte es halt mal probieren, ne, weil alle immer davon erzählt haben und auch Ja. früher schon, als es den alten Gameboy noch gab, gab ja auch schon Pokémon. Ja, aber sonst bin ich eher so der ja, Super Mario, Luigi's Mansion auch sehr geil. Na gut, das wäre halt was, das würde ich dann halt mal ausprobieren. So, da sieht man ab und zu mal die Werbung von, das sieht ganz witzig aus. Richtig. Ne? Und Ja, jetzt aufgrund kriege ich hier dessen, aber. oh, du bist ja gleich kaputt. Ja, ich weiß auch gerade gar nicht warum. Ich Schilde. heil dich mal ein bisschen noch. Schilde. Na, ich habe auch gerade schon Items geschmissen, aber. Eieieiei. Aber ich glaube, die haben meine Waffensysteme irgendwie kompromittiert. Also ich habe jedenfalls gerade nicht den Schaden aufgefahren, den ich eigentlich hätte sollen. Ja, das kann sein, wenn die da so einen Saugerskill da praktisch aktivieren, Ja. der dann eben deine Energielevel etwas nach unten bringt. Oh nein. Ja, wer fliegt mitten durch die Explosion des großen Kreuzers? Ich. Wer geht dabei fast drauf? Ich. Wessen Schilde sind hinten fast unten und wer hat alle Gegner am Rücken? Ich. Ja, also taktisch gehst du sehr unklug vor, oder? Nein, das ist einfach. Ich spiele halt gern den Köder. Und dann im letzten Moment drehe ich mein Schiff und hau den in die Fresse. Oh, jetzt bin ich so weit weggeflogen, dass ich nicht mehr drauf schießen kann. Das war doof. Ja, ich wollte auch gerade gucken, wo du bist, so, um dir nochmal eine Heilung rüber zu schmeißen. Aber du warst außerhalb der Reichweite, jetzt nicht mehr. Ja, aber dann schießt du jetzt mal auf dieses Scheißding hier. Ah, jetzt werde ich hier von unseren. Ach nee, das bist du, der die Heilung schmeißt. Ja, das war ich, genau. Achso, jetzt müssen wir hier bloß noch den Kleinen fertig machen. Der Große hier soll mit uns reden, ne? Ja, wahrscheinlich. Oder Aber irgendwie dann. müssen wir den wieder besetzen dann mit unserer Bodencrew. Wer Ja. weiß. Da ist noch ein kleiner. Bam, wer fliegt in die Explosion? Ich flieg in die Explosion. So, nun geh aber drauf. Tschüss. Oh. Ach Ein nee. Markenpaket mit täglichen. Das war eine Daily? Ja, so Patrouillenmissionen, die zählen als Daily-Missionen für deine, ja, für deine Rufmarken. Ja, cool, meine ersten Marken, die ich habe. So. Also ich will ja auch nicht sagen, das passt ja schon wieder perfekt eigentlich hier, ne? Von der Zeit, ja? Ja, das ist ja. Ja, wunderbar. Ich Ja, sammle hier danke, noch Team von den. STO, dass ihr an uns gedacht habt und die Episoden im Zweierformat spielbar gemacht habt für ca. 20 Minuten. Das ist. Wir hätten eigentlich nicht gedacht, dass ihr auf unsere E-Mail reagiert, aber das ist natürlich super. Du hast E-Mails geschrieben, ja? Ja, na klar, ich habe mich beschwert, dass manche Missionen länger als 20 Minuten sind und die ja nicht in unsere Folgen passen. Ja, geht ja gar nicht, ne? Ja, Nun dann gut. verlassen wir mal das. Nee, wir verlassen noch nicht das System, weil hier kann man noch Sachen einsammeln. Genau, ich bin auch gerade noch rumgeflogen, meinen ganzen Loot hier eingesammelt. Ah, jetzt kann ich dir auch endlich zeigen, was meine coole Intrepid-Klasse hier so kann. Ja, warte mal, muss ich. So. So, ja, ich weiß nicht, ob du das schon erkennen kannst. Sollte ich jetzt was erkennen können? Ja, warte. Siehst du mein Schiff, ja? Ja. Dann pass auf. 3, 2, 1. Yeah. Ich hoffe, du hast es gesehen, die Animation.
Irgendwas war blau, hat blau geleuchtet. Genau, und jetzt ist meine Voyager, also meine Intrepid, voll gepanzert. Ach so, hast du quasi alle Decks dicht gemacht außen, ja? Genau. So, und jetzt ist wieder rum. Das ist doch hier, ich glaube, die letzte Folge war das von Voyager. Habe ich noch nicht gesehen. Ach, hast du noch? Ja, dann will ich nichts spoilern, okay. Ja. Ich meine, die großen Fans werden das alle gesehen haben. Die werden jetzt wissen, worum es geht. Ich fahre irgendwann mal zu meiner Bekannten und leih mir das auf VHS aus und dann mache ich mal ein Video nachmittag. Genau, einen schönen VHS-Nachmittag. Ja, obwohl, damit ist das mit Voyager aber nicht getan. Die hat ja ein ganzes Regal mit voll. Und pro Videokassette sind, glaube ich, auch 3 oder 4 Folgen. Und wenn da 100 Kassetten stehen, dann, naja. Ja, hast ein bisschen was zu gucken. Nun gut, hast du alles gesammelt oder brauchen wir noch was? Ja, ich schaue mich gerade noch mal ein bisschen um. Also es ist jetzt noch ein bisschen Hydrazingas und so, aber davon habe ich massig im Inventar, also. Ja, nehmen wir jetzt in der Pause dann trotzdem noch mit, oder? Ja, das sammeln wir dann nachher gleich ein, alles klar. Ja, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß dabei, uns hier beim Nixtun zuzuschauen und vor allem auch zuzuhören. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Jo, tschüss, bis zur nächsten Folge.